So, es geht heute mal um das Thema Mick Schumacher und die Frage, wann könnte er denn für die Scuderia Ferrari fahren? Ich habe mir da in den letzten paar Tagen mal so ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, ich weiß, wann Mick für die Scuderia dann fahren wird. Also ihr wisst ja, Mick ist ja mittlerweile in seinem zweiten Jahr bei Haas und im ersten Jahr hatte er Mazepin vollkommen im Griff, da müssen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Aber seitdem jetzt Mazepin durch Magnussen ausgetauscht wurde, ist das Ganze für ihn natürlich auch nochmal schwerer geworden. In Australien hatte er Magnussen im Griff, sowohl in der Qualifikation als auch im Rennen. Das war zumindest der erste von drei Grand Prix, wo er mal besser war. Aber die Frage ist jetzt, wann könnte er denn mal zur Scuderia wechseln? Falls ihr es noch nicht wisst, er ist ja quasi schon bei der Scuderia. Er ist nämlich Ersatzfahrer in 11 von 23 Rennen. Falls mal irgendwas mit Leclerc oder Sainz sein sollte. Und die anderen 12 Rennen ist dann halt Antonio Giovinazzi, der Ersatzfahrer, der in der Formel E ja für Dragon Penske unterwegs ist. Allerdings müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was die ganze Sache mit Schumacher, Stammfahrer, Ferrari angeht. Also ich sage, vor 2025 wird das nichts und ich begründe meine Aussage auch mal gerne. Und zwar geht es nämlich darum, Charles Leclerc hat einen Vertrag bis Ende 2024, Carlos Sainz hat einen Vertrag bis Ende 2022, aber wer halt aufmerksam bei Twitter und auf Instagram ist, weiß, dass Carlos Sainz eine Vertragsverlängerung bekommt. Allerdings ist nicht genau bekannt, wann diese announced wird. Es steht im Raum 2 Jahre, das heißt auch eher bis Ende 2024. Wer dann halt dafür gehen könnte, das weiß ich nicht, aber Fakt ist jedenfalls, Mick könnte vor 2025 auf gar keinen Fall zur Scuderia wechseln. Natürlich, jeder einzelne von euch wird sich bestimmt freuen, ihn wieder bei der ihn bei der Scuderia als Stammfahrer zu sehen, einschließlich mir. Ich mag ihn sehr und Ferrari ist ja sowieso das Team, was ich ja halt schon seit Jahren supporte. Aber jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von meiner These? Ist da was dran oder denkt ihr so, nee, also ich glaube, Mike, ich glaube, dass du da falsch liegst, denn ich glaube, er könnte dann und dann und dann zur Scuderia wechseln. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu, bitte mal unten in die Kommentarfunktion. Und ja, das war mein kleiner, aber feiner Real Talk und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuhören.